kann die Dinge eigentlich auch direkt vor meiner Haustür zusammenbauen und dann hier hochschleppen, ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. So, 10 Stück. Warte mal. Das werde ich auch so machen. Also den da muss ich jetzt halt noch hier zusammenbauen, weil ich den jetzt halt dummerweise gemacht habe. Servus La Venom. Hallo Bobas und Chat. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Den wünsche ich dir ebenso. So. 4 Eisen, 4 Kobalt, 5 Blei. Eisen, Kobalt und Blei. Okay. 4 und Blei. Bleibe ich da hinten drin, aber habe ich glaube ich auch. Naja, ist egal. So, ups. Wunderbar. Dann haben wir nämlich schon das nächste Rädchen hier. Das ist doch super. Bist du nicht gerade? Frechheit. Achso, ich stehe zu nah. Entschuldigung. So, cool. Damit laufen jetzt 80 Strom hier rein. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, weil dann braucht es nämlich auch den Ding etwas weniger. Und hier kommen auf jeden Fall auch der Ölkännchen rein. So, die Dinger laufen hier ohne Öl. Doch, die laufen mit Öl. Ich kann es mir nie merken, ne? So, tun wir da gleich einmal noch ein bisschen was rein. Da noch. So. Trockene Ziegel. Das war auch noch so ein Punkt, den ich machen wollte. Jetzt schaue ich aber erstmal hier rein. Okay, das Ding ist voll. Ich sollte immer erst zweimal alles nehmen und dann. So. Ja, und es lohnt sich, glaube ich, nicht. Die andere Kiste war voll, ne? Und ich habe jetzt halt hier im Grunde gerade mal 3 Eisenerz und 2 Nuggets. Also wie gesagt, das sind ja im Grunde 2 Steine. Und das hier sind ja im Grunde 5 Steine. Also ist das definitiv weniger Ausbeute, als würde ich nur Steine laufen lassen. Also stelle ich um. Stelle ich um, weil das hat so keinen Sinn, weil Eisenbarren kann ich mir dann auch so schnell zusammenstellen. So. Hauen wir mal da noch Steine rein. Es ist natürlich aufwendiger, ist ganz klar. Aber andererseits, ich kann mir auch nochmal den Schmelzofen herstellen. Ich glaube nämlich auch nicht, dass das Zeug hier drin stehen bleibt. So, wie es jetzt halt ist. Halt, warte mal. So, die lassen wir. Die lassen wir, haben wir gesagt. Oh, halt. Da tun wir die 3 noch mit dazu, weil dann haben wir nämlich schon 7 Stahlbarren. Also zumindest optional schon mal 7 Stück. Huch, da hat sich ja einiges verändert. Muss wohl einiges noch nachschauen von den Streams. Das schon aber nur so bekommst, die 4-gigen Eisenerze für Stahl. Das stimmt allerdings, ja. Du hast recht. Okay, ich stell's wieder um. Ich stell's wieder um. Du hast recht, du hast recht. Schande über mein Haupt. Vor allem, bis ich das in den anderen Minen bekomme, das dauert dann Ewigkeiten. Hier bekomme ich ja nur Nuggets. So, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Einmal rausgenommen. So. Und dann mache ich das jetzt nämlich hier.
Strom, Windturbinen, dann kann ich mir die nämlich jetzt im Grunde auch hierher platzieren. Und wenn die gebaut sind, dann schleppe ich sie einfach rüber. Warte mal, 4 Stück haben wir, ne? Dann machen wir jetzt halt nochmal 2, 4, 6 Stück. So, aber bevor ich jetzt da weitermache, werden wir erst einmal die Teile für das Auto zusammenschustern. Insofern, wir machen nochmal einiges an Eisen. Das war, glaube ich, zu viel. Ach ja, und die Dinger wollte ich ja auch noch machen. Aber ich möchte das Auto unbedingt, ey. Und da brauche ich Eisenbarren dazu. Wie viel Eisenbarren habe ich? Doch. Einen ganzen Arsch voll, ne? Da müsste ich jetzt nochmal hochscrollen. Es waren, glaube ich, 20 Mechanikteile. Dann nehmen wir mal die 5. 10, 15... Jawohl, super. Ah, du gehst jetzt da nicht rein, oder? Doch, jetzt. Ui! Da warst du eben schon mal bei der Frage. Mit gleichem Ergebnis. Gibt es die viereckigen Eisenerze nicht auch, wenn man Blei... Bobbles in den Minen abbaut? Ja, auch. Ja, nur Bobbles ist da nicht so oft. Und es gibt nicht so viele davon. 15 Mechanikteile. Oh, Dankeschön. Man kann bestimmt auch mehrere herstellen, oder? Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt mal so. Ich mache jetzt halt auch nur die Anzahl, die ich tatsächlich brauche. Aber dann passt es ja genau mit den 15, die ich jetzt einstecken habe. So. Dann schmeißen wir die 15 mal hier rein. Plastik waren, glaube ich, 25. Und für das Kunststoff, für das Plastik brauchen wir das Öl. Nee, nicht Bündel ging, doch. 15 Ölkannen und 25 Rindermulch. Sind das 9? Ja, das sind 9. Juhu, haben wir ja schon mal 10 Stück, ne? Läufst du noch? Noch ist an. Servusle Draffi. Ach so, weil die Extraktoren auf Stein und dann die Steine in die Steinmühle ist für Eisennuggets gefühlt effektiver. Ja, aber durch das, dass ich ja Stahl brauche, ist es natürlich, brauche ich natürlich... Geh du mir von meinem Holz weg? Ich will das alles noch hier ausbauen. Lasst uns mal die trockenen Ziegel einsammeln. Ein paar habe ich ja schon gemacht. Tuch, ne, Mechanik, Sand, trockene Ziegel. Ne, macht bitte den ganzen Stack rüber. Da werde ich erst einmal die Kiste voll machen. 10 Sand und 10 Lehm sind 10 trockene Ziegel. 50, 60 bräuchten wir dann quasi. 20, 30, 40, 50, 60. Hallöchen. Oh, halt.
Extra da oben noch eine Werkstatt hingebaut. Ach Gott, ja, stimmt ja. Mann, ich vergesse das immer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einer ist mir rausgefallen. 10. Ich vergesse das immer, dass ich ja dann schwerer bin. Aber gut, das sind jetzt halt nur ein paar Meter. Hier. Dann können wir auf jeden Fall die Wände drüben an dem Stromhäuschen machen. Und der Zement muss halt warten. Aber ich denke, es ist schon mal wichtig, dass die Wände verstärkt sind. Und wenn der nächste Angriff kommt, dann sind es ja schon 11, ne? Da sollte ich schauen, dass ich zumindest die Spikes hinmache. Ich glaube, die alleine wären schon mal ganz gut. Wo ist die immer reinschlichtet, ne? Ja, Auto reparieren. Ich weiß. Das Auto deswegen reparieren, dass wir halt auch schneller die Rohstoffe holen können aus den Minen und aus den Höhlen. Und wenn wir dann die Sachen schneller holen können, können wir dementsprechend ja auch nochmal einen zweiten oder dritten Extrahierer dahinstellen. So, mach mal dein Dingensen hier an. Dein Leben ist nämlich ganz schön weit runter, sehe ich gerade. Erstmal mal das hier, die Eier auch mit rein, egal. So, Energie brauche ich auch. Wie spät ist jetzt? Achso, wir haben erst 12 Uhr. Na, dann kriegen wir das schon noch. Ja, wäre es dann sinnvoll, trotzdem noch den fünften mit hinzustellen, so dass das Ding halt konstant produziert, weil der Verteilerkasten ist schon wieder aus, ne? Eingehender Strom 80, 80 und ich brauche... Komm her. Und ich brauche ja dafür 100, ne? Meines Wissens nach. Die kann man nicht rausnehmen. Also die muss man tatsächlich rüberziehen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, wir brauchen ja nur 25, ne? Von den Kunststoffteilen. 13 haben wir schon. Das heißt, 12 würden fehlen. Das bringt dir nichts. Rohstoffe. Kunststoff, Plastik. Ach so, ich brauche für eine, brauche ich, okay. Bündelgegenstände, da dachte ich, da bekomme ich jetzt halt einige mehr raus, aber das sind ja auch nur 5 Stück. Boah. Das ist ja richtig heftig. Okay, Elektronikteile waren es, glaube ich, auch 15 oder 20. Weil Elektronikteile, die können wir auf jeden Fall noch herstellen. Da waren es, glaube ich, auch 20 Stahlbarren neben den anderen Sachen. So, Stahlbarren kann ich mir jetzt halt herstellen, gerade mal 7 Stück, ne? Das heißt, wir brauchen ja sowieso noch... Das heißt, wir brauchen ja sowieso noch Eisen... Dingersen...
So, ich bin schon wieder so voll. Warum habe ich da einen Eisenbarren drin? Wann habe ich den da reingeschmissen? 11 Dosen haben wir schon mal. Bin ja auch ein Troll. Direkt daneben die Kiste stehen, ne? So. Dann komm. Dann kommst du jetzt da noch mit rein. Dann haben wir schon mal 8. Also die 15 Mechanikteile, die haben wir. Die 15 haben wir. Genau. Ich kann mir bloß immer die Anzahl nicht merken. Ach so, Elektronikteile brauchen wir gar nicht. Dum, 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 dum. Halt. Nein, okay. Entschuldigung. Brauchen wir hier Kupfer? Ich habe so viel Kupfer. Das muss ich echt überlegen. Kupfer. Okay, also ich bräuchte für die Elektrikteile auf jeden Fall Kupferbarren. Aber die Elektrikteile sind ja meistens für die Maschinerie, ne? Dann können wir dann da auch mal gucken, was noch geht. Benötigter Strom 100, zermalt kleine Steine zu Sand und Eisenbrocken. Jeder Stein liefert 10 Einheiten Sand und 2 Brocken. Es dauert 25 Sekunden, einen zu zermalmen. Zermalen, also der wäre nicht verkehrt, wenn wir die Steinmühle noch machen können. Also bald kann ich ein Lied draus machen. Ja, ich schreibe mir da auch bald einen Zettel, dann brauche ich auch nicht mehr nerven. Aber der braucht halt 100, ne? Der braucht halt 100. Oh. Ich schau mal, ob ich hier irgendwo einen Zettel habe, wo noch nichts draufsteht. Nee, habe ich nicht. Ach doch, mein King of Retail Plan habe ich da. 20 Eisen, weil dann brauche ich dich nicht mehr nerven. 20 Stahl. 15 Mech und 25 Plastik, genau. So, jetzt brauche ich dich schon nicht mehr nerven. Jetzt habe ich es da auf dem Zettel stehen. Gut. So, also wir haben sowieso nicht genug Materialien. Jetzt wäre nur die Frage, wir haben hier nur das Kupfer drin, ne? Ich sollte oben noch mal ein Kupferregal hinbauen, weil das geht auf jeden Fall. Eisen, Kupfer. So, am besten auch gleich noch eins. 8 Bretter oder 12? Ne, 15 sogar. Muss ich noch mal runter. Ist egal. Oh.
Versteckt sich wieder, ne? Oder der ist wieder im Wasser, das kann auch sein. Das hatte ich ja auch schon mal, dass die dann im Wasser gehangen sind. Boing. How to get butcher table from start of the game. The butcher table? Do you mean this one? For the animals? No. Nee, alles gut, nur wenn du nach der Frage auch direkt lesen würdest, wäre es einfacher. I mean, you have to craft it on the workbench. From the start of the game? No. You can see the receipt here in your booklet. Here, this one needs 10 iron bars. Yes. Yes, iron ingots. 5 iron ingots for 1 iron bar. Where I can get iron ingot? Iron ingot you can get when you smelt the stones here. Just a stone. Then you get the iron ingot. And 5 of the iron ingots, you can get 1 iron bar. So, gleich die nächsten Steine noch rein. Ja, da kommen schon auf jeden Fall einige zusammen. Jetzt könnten wir mal den Strom, glaube ich, wieder einschalten. Weil der müsste jetzt halt, weil da tut sich ja gerade nichts. Sind wir schon wieder voll. Optimal. Jetzt hat es halt dann ganz gut, ne? Weil es verbraucht im Grunde nur 20. Braucht trotzdem 100, aber ja, geht halt langsamer jetzt, ne? Yes. Danke dir, Frank. Ja, Elektronikteile können wir nicht machen. Öl läuft jetzt ja gerade durch. Wir könnten höchstens noch mal eins von den Dingern machen. Aluminium brauche ich ja nicht. Für die Mechteile brauche ich ja nur einen Eisenbarren. Wie viel haben wir gesagt? Haben wir 12, ne? Ne, da haben wir schon alle. Elektrikteile brauchen wir nicht. Oh, 20 Eisen. Also gut. Dann mache ich jetzt die eine Kiste voll mit mit 20 Eisen. So, noch 5 Bretter, dann haben wir das Regal nämlich auch. Man merkt schon, ne, das schmeißt mich dann immer gleich durcheinander. Thanks, you're welcome. Warte mal, was haben wir denn da? Das sind bis jetzt hat das drin. Gerade mal 4 Ei. Warte mal, wenn ich da gleich mal nachfülle. Ich
könnte. Die nächste Kiste gleich wieder reinstellen. Und dann mache ich in die eine Kiste hier die Eisenbarren. Die stelle ich mir jetzt dann damit dazu. Dann tun wir da die 20 Eisen rein. Dann verbrauche ich die jetzt halt auch nicht mehr. Dann haben wir schon mal 10. 13. So, dann hauen wir hier vielleicht gleich die zwei drauf. So, und so kommen wir ja auch dann Schritt für Schritt ans Ziel, ne? So. Zack. Trinken, essen, Leben habe ich noch 50, das passt schon. Da fehlen mir, glaube ich, noch 5 Bretter. Dass ich das dann auch noch schnell fertig mache. Das ist richtig schnell jetzt. Also beim Haus fällt es einem mehr auf als draußen mit dem Wagen auf der Straße. Da fällt es einem nicht so auf. Vogel. Gut, gut. Wie viel wiegt so ein Ding? Ich habe jetzt 13 Kilo. Ein halbes. Okay. 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich alles nehmen. Da kann ich alles nehmen. So, da haben wir Lehm. Optimal. Es darf bloß kein Wimpy kommen. Ich gleich mal ein paar raushauen, ne? Ich hoffe auch mal, dass die Ziegel dann bald fertig sind. Wenn sie nicht sogar schon fertig sind, dann könnte man nämlich das Haus auch noch ausbauen. Gibt es da eine Stack-Möglichkeit? Nee, ne? Nee, gibt's nicht. Man muss die tatsächlich so einzeln herstellen. Aber was heißt einzeln? Normalerweise wäre es ja eins und eins, ne? Also ein einziges. Das passiert mir aber auch immer wieder, ne? Dass ich dann plötzlich einzelne rüberschmeiß. Das habe ich eigentlich gemacht, dass ich so einzelne Dinge reinschmeiße, aber da kommt so gut wie nie irgendwas.